Land- und Forstwirte aus ganz Österreich versammeln sich im Kuppelsaal der TU Wien, um gegen die von der SPÖ geforderte Vermögenssteuer zu protestieren. Sie sind alle gekommen, weil es ihnen ein Anliegen ist. Es ist diese Protestversammlung ein Schmerzensschrei der Betroffenen. Was jetzt passiert, was jetzt diskutiert wird, dieser Eingriff ins Eigentum, das gehört aufs Gleiste zurückgewiesen. Und da bin ich dankbar, den Land- und Forstbetrieb, und komme gerne mit meiner Mannschaft hier, um das zu unterstützen. Denn Steuern auf fiktive Vermögenswerte führen ja zwangsläufig zum Abbau der Substanz und führen die Betriebe in den Ruin. Wir können nicht von dem leben, was der Boden theoretisch wert ist, sondern wir müssen von dem leben, was darauf wächst. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wir leben nur von 2% des Zuwachses. Wenn die Vermögenssteuer kommt in dem Ausmaß, wie sie angekündigt wurde, dann heißt das für meinen Betrieb, dass ich nicht mehr nachhaltig wirtschaften könnte. Und damit ist eben die Zukunft meiner Familie, meiner Kinder, auch meine Zukunft verschwunden oder verloren. Eine Besteuerung der Vermögenssubstanz hätte nach Meinung der Eigentümer fatale Folgen für die heimischen Land- und Forstbetriebe. Wenn ich einen Apfelbaum besitze, dann kann ich jedes Jahr nachhaltig Äpfel ernten. Aber dazu muss ich den Baum pflegen. Da muss ich mühsam die Äpfel ernten, indem ich hinaufsteige. Aber der Baum wird dabei sogar auch wachsen. Das heißt, er wird, wenn ich ihn richtig bewirtschafte, dann wird er jedes Jahr mehr Äpfel bringen. Wenn ich aber glaube, ich erwarte es nicht und ich will jetzt alles auf einmal haben, auch das Holz, und ich schneide ihn um, dann habe ich zwar das Holz einmal, aber das war dann die letzte Ernte. Ein Kahlschlag Österreichs könnte die Folge einer Substanzbesteuerung sein. Die SPÖ erwägt weiters eine 35-prozentige Erbschaftssteuer. Nach 3 Generationswechseln, meist innerhalb von 100 Jahren, wäre der Grundwert aufgebraucht. Wenn sie in der Form umgesetzt werden würden, dann wäre es, wie es heute schon angesprochen worden ist, glaube ich, spätestens im zweiten Erbgang sozusagen die Existenz des Betriebes bedroht. Und man müsste sich natürlich vorher schon Alternativen überlegen, ob man sozusagen eine Hardcore-Variante ist, natürlich die, dass man sagt, man verkauft den Betrieb hier und schaut, gibt es auf der Welt anderswo Länder, wo das Klima in dieser Richtung noch etwas besser ist. Was bedeutet das? Wir bestrafen genau diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen. Und das sollte sich bitte auch einmal der ÖGB hinter die Ohren schreiben. Es ist ja so, wenn Menschen vor Ort im ländlichen Raum nicht einen gut bezahlten Arbeitsplatz finden, dann werden sie abwandern in die Stadt, in den urbanen Raum, und der ländliche Raum leidet dadurch ja sehr. Mindestens 500 Millionen erwartet sich die SPÖ aus Vermögens- und Erbschaftssteuern. Über Steuererhöhungen kann man dann sprechen, wenn einmal die Aufgaben auf der Ausgabenseite gelöst sind. Dann könnte man darüber zu diskutieren beginnen, aber doch bitte nicht vorher. Der 17. März naht, sogar mittelalterliche Helden werden ins Gespräch gebracht. Robin Hood hat nicht den Kaufleuten und den Handwerkern das Geld genommen und an die Bettler verteilt. Robin Hood hat ungerecht eingeforderte Steuergelder zurückgeholt und sie an die Bauern verteilt. Ich glaube, dass unsere Berufsbranche genügend Steuern zahlt. Wir müssen alles besteuern, Grundsteuer, Einheitswert und. Und man müsste eigentlich andere Möglichkeiten finden und suchen und wirklich einmal Einsparungen vornehmen. Beim Thema Vermögens- und Erbschaftssteuern geht es also nicht nur um einige wenige Millionäre, es geht um sehr viel für alle Österreicher. Halt! Wir fahren an die Wand! Die Schönheit Österreichs steht am Spiel. Weitere Kampfmaßnahmen der Land- und Forstbetriebe scheinen nicht ausgeschlossen.